Guten Morgen an alle Friedensarbeiterinnen und Friedensarbeiter auf dieser Erde. Wir betreten wieder eine neue Woche mit dem Ring der Kraft und wir waren heute Morgen verbunden im Gebet mit der Frage, was ist die Frequenz dieser Woche? Und insbesondere wollen wir heute im Steinkreis diesen Stein hier vorstellen, den Archetypen, den wir nennen Nut, die Himmelsgöttin. Nut ist ein Name aus dem Ägyptischen und sie ist die Mutter aller Dinge, man kann sagen, die Mutter, die Himmelsgöttin. Und wenn ich sie jetzt sprechen lasse, wenn ich so hineinfühle, dann sagt sie, ich bin die Mutter allen Werdens und allen Vergehens. In mir findet alles Sterben statt und alle Neugeburt. Ich aber bin ewig. In mir wandelt sich nichts, aber alle Wandlung geschieht in mir. Und wenn man sich da hineinbegibt in der Meditation, ist es unglaublich, diese Vorstellung, da ist ein Himmel, der ist seit Ewigkeiten, umfängt er alles Werden und alles Vergehen. Und das, man fühlt sich auf einmal selber wie so ein Embryo in einer Zeitgeschichte, wo man einen kurzen Besuch als Seele hier auf dieser Erde macht. Unser Körper wird irgendwann wieder zur Erde werden, unsere Seele wird in die nächste Neugeburt schwingen. Und dieser Raum der Ewigkeit hilft uns, in den Schwierigkeiten unserer Zeit nicht zu identifiziert zu sein mit unseren Schmerzen. Also in dem Sinn sagt sie mir auch sowas wie, erinnere dich daran, dass jeder Schmerz, den du durchläufst, ein Geburtsschmerz ist und ich hüte die Geburt neuer Kulturen. In der ägyptischen Kultur wird auch gesagt, ich gebäre jeden Morgen die Sonne neu. Und das ist ein wunderschönes Bild. Und wenn ich so in die Woche hineinfühle, ich gucke mir übrigens auch immer wieder mal Filme an von Astrologen oder Astronomen, die über die Einflüsse der Sterne sprechen. Und es ist interessant zu sehen, dass unsere Kultur auch unter dem Einfluss bestimmter Sternenaspekte eben eine ganz spezielle Perspektive ans Licht der Welt bringt. Und wenn ich selbst, ich bin keine Astrologin, ich kann da nur gefühlsmäßig sagen, dass ich das Gefühl habe, dass in dieser Woche noch mehr Korruption auf einmal ans Licht der Welt kommt, dass man merkt, wie wir betrogen wurden in Geldgeschichten, mit Waffenlieferungen und all diesen Dingen, wo wir merken, wir leben in einer Kultur des Betrugs. Das ist fast Grundvoraussetzung unseres Gesellschaftssystems. Und jetzt sich zu verbinden mit dieser Kraft der Himmelsgöttin, die sagt, alles Negative wird ins Licht des Vergessens treten und achte auf die Neugeburt, achte darauf, was wirklich neu in Erscheinung treten will. Und ich glaube, das wird uns helfen, nicht zu sehr zu reagieren, wenn Empörung da ist oder die Wut auftaucht. Und es wird uns aber auch helfen, die Stimme zu erheben, wenn wir merken, jetzt muss ich sprechen, jetzt muss ich sagen, was ich für wahr halte. Und immer wieder auch mal, das sagt auch Nut zu uns in gewissem Sinne, ins Unsichtbare gehen. Also oft auch schweigen können, oft auch in einer bestimmten Kraft durchhalten, um dann im richtigen Moment ans Licht der Welt zu treten. Und man spürt, also in jedem von uns findet eigentlich diese Wandlung statt, wo etwas sterben will, diese ganze alte Art, die uns nicht mehr dient, die wird sich verabschieden. Und etwas Neues wird zur Geburt kommen, etwas Neues tritt ans Licht der Welt. Ja, in diesem Sinne wünsche ich uns die Gelassenheit und auch die Verankerung unserer wirklichen Freiheit in dieser Tatsache, dass etwas in uns alles sehen kann, jeden Wandel, jedes Kommen und Gehen. Da ist ein sehendes Auge, was uns immer begleitet hin zu dem, was jetzt neu werden will in uns und in der Welt. Ich wünsche uns eine gesegnete Woche. Ja, Asim.